Beim heutigen Video mit dem Windlicht verwende ich den linksgerichteten Spiralknoten, den Lerchenkopfknoten, ich zeige euch den Erbsenknoten und natürlich brauchen wir für den Erbsenknoten den Kreuzknoten. Ich habe jetzt wieder ein Glas jetzt hier von den Spargel, wie bei den anderen beiden Videos. Ich habe mein Makramee-Seil, das hat eine Stärke von 3 mm und ich habe mir eine Länge von 1,70 m abgemessen. Nehme jetzt die Enden und kann mir dieses jetzt hier so hinlegen. Habe mir 11 Fäden abgemessen, die eine Länge haben von 1,30 m. Komme jetzt hier auch bei, fasse die Enden zusammen. Ermittel so die Hälfte, gehe mit meinen Faden hier unter, schlage jetzt hier die beiden Enden durch und ziehe mir das gerade. Das ist der Lerchenkopfknoten. Und so mache ich mir meine 11 Fäden. Jetzt hier, das sind die Arbeitsfäden, das ist der Trägerfaden und mache ich mir die anderen Fäden jetzt hier auch erstmal fest. Jetzt nehme ich mein Glas, lege das rauf, das hat ja hier den schönen Rand, der sich jetzt ganz gut dazu macht. Nehme einen Faden und ziehe den durch. Ich kann mein Glas auch hinstellen und mache jetzt hier in den Trägerfaden einen ganz einfachen Knoten. Und hier auch gleich nochmal durchgehen. Das sollte jetzt hier rum gar nicht so fest sein, so dass ihr dann nachher eben auch noch gut eine Aufhängung durchziehen könnt. Jetzt die zwei, habe jetzt insgesamt ringsherum 12 Fäden und komme jetzt bei und verteile meine Fäden jetzt hier alle ganz gleichmäßig um mein Glas. Ziehe jetzt alle meine Knoten richtig schön fest, habe jetzt hier auch geachtet, dass die Bänder wirklich parallel liegen. Die ersten zwei Bänder und fangen ganz einfach an. Und zwar zeige ich euch jetzt den linksgerichteten Spiralknoten. Der geht ganz einfach so. Hier passt ihr mal auf, dass das richtig schön parallel liegt und haltet das fest. Und zwar komme ich jetzt bei und lege immer von der linken Seite den Faden als erstes rüber, von der rechten Seite über den Faden von der linken Seite und schiebe den jetzt hier unten durch. Jetzt ist es hier mein zweiter Knoten. Jetzt zähle ich auch mit und mache insgesamt 12 Knoten. Hier rüber, hier auch rüber, hier den Faden runter. Das ist der dritte Knoten. Hier von der Seite hier den Faden rüber und hier rein. Das so, das ist der vierte Knoten. Fünfte.
6. Zeige es nochmal. Nehme diesen Faden, leg den über diese Fäden, nehme den Faden, leg den über diesen Faden, nimm das Ende von diesem Faden, steck das jetzt hier durch und ziehe diesen Faden, den ich hier rüber gelegt habe, zusammen und diese Fäden lege ich parallel und ziehe die runter. Jetzt dreht sich das jetzt hier, eben halt der Spiralknoten. Und ziehe die Knoten mal, ja, also wirklich fest und eben auch gleichmäßig fest. Jetzt zeige ich euch den nochmal aus einer anderen Perspektive. Also ihr nehmt 4 Seile insgesamt runter, legt ihr euch schön parallel hin, nehmt das erste, schlagt das rüber, nehmt von der anderen Seite dieses, schlagt das rüber oder geht mit der Spitze unten runter. Zieht das zusammen. Ich zeige das nur, weil nachher arbeiten tut man ja, also da braucht man das nicht auseinanderziehen oder von der Spitze. Das seht ihr und habt den ersten Knoten fertig. Also hier dieses rüberlegen, auf der anderen Seite das rüberlegen, hier unter durchschieben und mal zusammen. Das ist jetzt, wie gesagt, der linksgerichtete oder auch linksgedrehte. Ihr könnt natürlich auch mit der rechten Seite dieses machen. Da dreht sich eure Spirale dann praktisch in die andere Richtung. Also so müsst ihr auch immer aufpassen, dass ihr gleich arbeitet und euch das merkt, okay, von welcher Seite macht ihr jetzt einen linksgerichteten oder rechtsgerichtete Spirale, dass ihr immer gleich arbeitet. Und würdet ihr jetzt zum Beispiel jetzt wie hier die Spirale, ich euch jetzt zeige, oder ihr würdet jetzt hier einmal hier den links und einmal rechts und immer, dann ist das ja der Kreuzknoten, den ich euch auch schon in Videos gezeigt habe. Machen. Und so, wie ich euch das jetzt gezeigt habe, mache ich jetzt hier insgesamt alles ringsrum. So erstmal so weit, so fertig. Hier möchte ich euch das jetzt noch mal zeigen, und zwar der Unterschied zwischen den Trägerfaden, die ja jetzt in der Mitte waren, und die Arbeitsfäden ringsrum. Denn ihr habt ja um die beiden Fäden in der Mitte eben auch nur umrum geknotet. Und zwar ziehe ich euch das mal vor die Kamera, dass ihr das seht. Und zwar, das sind jetzt hier die beiden Arbeitsfäden und das sind die Trägerfäden. Jetzt komme ich ganz klarerweise bei. Habt ihr gesehen, jetzt hier die Arbeitsfäden, die sind ja schon wesentlich mehr aufgebraucht. Jetzt nehme ich von der anderen Seite auch einen Arbeitsfaden und mache aus den Trägerfäden jetzt die Arbeitsfäden. Also ich nehme von jeder Seite jetzt 2 Fäden und lege die jetzt genauso wieder wie oben. Und zwar jetzt den von links rüber,
den von rechts rüber, den von rechts hier reingeschlungen und durchgezogen. Und das mache ich mir jetzt hier auch zwei und mache die nur zwei und mache die relativ locker, so dass ich das insgesamt nachher festziehen kann. Gehe dann mit meinem Glas und mal ein Stückchen weiter. Und hier die nächsten zwei. Das hier mal rüber, dass ihr das besser sehen könnt. Nehmt den von der linken Seite, legt den rüber, von der rechten Seite und dadurch. Fass hier unten an, halt die fest und zieh das hoch. Nimm den von der linken Seite wieder, rechte Seite und dadurch und rüber. Und mach so erstmal meine ganze Reihe, so dass ich das nachher ziehen kann. Ihr seht, oben ist es ja auch ein Stückchen weiter auseinander, so dass jetzt praktisch hier die Löcher rein, dieses Muster nachher oval aussehen wird. Jetzt meine letzten beiden Knoten, bevor ich gucke, dass ich es ein bisschen ausrichte. Das ist noch ein Teil doch gerade so. Ich denke mal, es geht so. Jetzt komme ich ganz einfach bei. Zwei Knoten habe ich schon gemacht. 12 Knoten habe ich insgesamt. Jetzt hier ziehe ich es jetzt ein bisschen fester. Also fehlen noch 10 Knoten in jeder Reihe. 3. 4. 5. Wenn ihr euch nicht so sicher seid, könnt ihr natürlich hier auch nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 12 müssen es sein. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, und zwar sind jetzt alle Fäden fast gleich lang. Und komme jetzt natürlich mit meinem Muster genauso wie dabei. Nimm von jeder Seite 2. Und mache jetzt hier eben auch wieder die 2 Knoten, die ich nicht so fest ziehe. Und wieder von der Seite. Und ganz sogar rum. Und in der dritten Runde ist es ja klar, das sind dann wieder 2 kürzer, 2 länger. Und auch hier nehme ich die beiden so, dass jetzt ja wie oben eben die beiden kurzen in der Mitte sind. So hier. Und die längeren umrum. Und mache jetzt eben auch wieder die ganze Reihe rum. Überall je 2 ganz lose Knoten. Seht ihr, liegen ganz automatisch die beiden kurzen Bänder gleich in der Mitte.
zeige ich euch hier den Erbsenknoten. Ne, ihr seht jetzt hier, die Fäden in der Mitte sind wesentlich kürzer wieder. Und komme jetzt hier bei, und zwar ganz einfach mit dem Kreuzknoten fange ich an. Den wieder rüber, den wieder. Wieder die andere Seite. Also ich wechsle immer. Und komme jetzt bei und ziehe die beiden Fäden, also die Trägerfäden, oben rein. Ich werde das mal hier so versuchen. Aber ihr könnt dazu natürlich auch eine Nadel nehmen. Oder eben ein Draht, eine Schlinge machen. Die Fäden jetzt durch und habe jetzt hier meinen kleinen Erbsenknoten. Mache jetzt hier unten noch zwei Knoten. Von der anderen Seite. Jo, das ist alles. Ich komme dann bei und gucke, okay, wie weit ist mein Glas, und komme hier und schneide die so ab und lasse die richtig schön locker hängen. So mache ich mir insgesamt mein ganzes Glas fertig. Und ganz oben ziehe ich mir jetzt hier ein Band rein zum Aufhängen. Dass ich hier auch ganz einfach wieder untergehe. Und kann links und rechts jetzt hier das Band und nehme meine anderen beiden Windlichter, die ich gemacht habe, und nehme meinen Kamm und kann mir eben praktisch ja alles nochmal schön machen. Also ich nehme die dann im Herbst oder wenn wir nicht im Garten sind oder nehme ich die ganz einfach mit rein. Weil die kann man ja richtig gut und schnell abhängen und nehme die wieder mit rein und ja, werde die auch jahrelang haben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Däumchen hoch, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit.